Also, da habe ich hier ein Jura. Ist nur ein, zieht kein Wasser mehr. Und ja, da dachte ich mir, okay, schaue ich mir das Gerät an und habe ich alles gelassen, so wie es ist. Dann zieht kein Wasser, die Pumpe ist sehr laut. Ja, und dann habe ich den Filter hier rausgezogen und dann sowas. Also, schlimmer geht's nicht mehr. Und wenn man tief dort unten in den Wassertank reinschaut, also hier drunter, da hat sich irgendwie der Filter oder irgendwas hier gebildet, aufgelöst und hat sich natürlich in den Flum da eingesaugt. Ja, das Zeug, keine Ahnung, was das ist. Das würde ich jetzt mal wegkippen. Also dazu hat man Filter. Ja, kann man hier sehen, welche. Ja, das ist vom Filter höchstwahrscheinlich oder keine Ahnung. Ja, und unten ist sowas wie eine Schlamm, hat sich gebildet. Ja, also der Hersteller Jura hat hier so schöne kleine Rädchen gebaut und da sind hier eingeprägt die Zahlen, also damit man weiß, welchen Monat man den Filter eingelegt hat. Was man vergessen hat. Man kann es aber auch hier im System über Menü einstellen, dass ein Filter drin ist. Dann erinnert die Maschine, Achtung, jetzt mal Filter tauschen. Da passiert sowas nicht. Na, gut, das Gerät war schon mal repariert und ist alles nicht so tragisch. Da muss man jetzt einen Flometer ausbauen. Ist relativ, ja, sehr zugänglich, wenn man nicht weiß, wie man das machen soll. Und dann reinigen. Und die Schläuche hier sehen auch nicht mehr gut aus. Also da hat sich bis in der Pumpe, ich weiß nicht, ob man jetzt mit der Kamera so gut sehen kann, ja, diese braune, schwarze Brühe hier reingezogen. Und klar, sowas geht auch durch die Maschine durch. Da verringert die Leistung. Und dann, ja, hier hat man das zweite Problem. Sieht man schon hier, nein, das ist zu viel Licht, das überstrahlt meine Kamera jetzt. Ja, also kann man sehr gut sehen, der Schlauch hier zur Brühgruppe, also zum Auslassventil zur Brühgruppe, der ist voll mit Kalksand. Ja, ich kann nicht sagen, ob die Maschine noch geschafft hat, Kaffee zu machen, aber das geht gar nicht. Auf jeden Fall bedeutet die Heizungen, besonders Dampfheizung wird ja wahrscheinlich voll mit Kalk sein. Und von dort aus wird sich immer wieder so Kalksand lösen. Und das wird immer wieder die Maschine verstopfen. Also mit so Intervalle, meiner Erfahrung nach, alle paar Wochen oder ja, alle paar Wochen eigentlich. Ne? Hier oben ist auch weiß geworden. Das heißt, aus dem Ventil tritt ja Wasser raus. Die Dichtung unter den so konische Dichtung, die ist nicht mehr dicht. Ja, und dann zieht ja irgendwo hier Wasser raus und hier, ja, das weiß ich nicht, da sieht aber so aus, dass es schon mal die Dichtungen ausgetauscht worden sind. Ansonsten, ja, ne, das war schon mal ausgetauscht. Ja, also jetzt muss man vom Flomette ausbauen, reinigen, die Schläuche hier neu ersetzen, also Meterware-Schlauch schneiden und ja, der Wasserfilter hier auf jeden Fall auch nicht überprüfen. Ja, von hier aus ist dann ein bisschen weiß von innen aus, also das geht gar nicht. Wasserfilter hier ist ja hier genau hier. Und ja, also alles, was von hier rausgeht, direkt zur Pumpe revidieren und die Schläuche. Und dann muss man hier auf jeden Fall den Kalksand aus den Heizungen entfernen. Das kann man machen, indem man die Anschlüsse je nach Fluidrichtung, so dass man manuell Entkalker durchlaufen lässt durch das System, ohne das Gerät sozusagen einzuschalten. Ja, hierfür braucht man ein bisschen Erfahrung und ja, ein paar Schläuche, die dazu passen und der richtige Entkalker, besser eine mit Farbindikator. Und dann kann man so über Nacht oder über längere Zeiten die Heizungen von Kalksand befreien. Ansonsten rausnehmen und spülen, je nachdem, neue Heizungen sind teuer. Okay, das war alles zu dem Fehler.
Also bitte, Sie sind Sinne der Technik, Filter regelmäßig und rechtzeitig erneuern, sowas überhaupt nicht. Machen im System bei der Kaffeemaschine im Menü Filter anmelden. Wenn man manuell noch entkalken möchte, kann man immer noch machen. Dann gibt es genug Tutorials, also Informationen im Internet und ja, das passt dann zu den Sachen.